kommen wir zu Lukas Kapitel 4. Als erstes wird Jesus von dem Heiligen Geist Gottes in die Wüste geführt und was dort passiert, sehen wir jetzt als Bibelcartoon. Direkt nachdem Jesus von Johannes getauft wurde, ging er in die Wüste. Er blieb dort 40 Tage lang, ohne etwas zu essen, und war sehr hungrig. Da kam der Feind Gottes, der auch Teufel genannt wird, und redete mit Jesus. Er wollte ihn dazu bringen, einen Fehler zu machen und sich von Gott zu trennen. Er fragte ihn also: Du bist doch Gottes Sohn, oder? Hier liegen ein paar Steine herum. Verwandle sie doch einfach in Brot, dass du etwas zu essen hast. Jesus erwiderte: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von Gottes Worten. Das steht in der jüdischen Bibel, der Heiligen Schrift. Als nächstes nahm ihn der Teufel mit auf das Dach des Tempels in Jerusalem. Spring herunter, sagte er, denn in der jüdischen Bibel steht auch, dass dem Sohn Gottes nichts passieren wird und er von Engeln aufgefangen wird. Jesus antwortete: Ja, dort steht aber auch, dass wir Gott nicht herausfordern sollen. Als letztes nahm der Teufel Jesus mit auf einen hohen Berg. Von dort aus konnte man die ganze Welt sehen, alle Länder und Königreiche. Schließe dich mir an und mache mich zu deinem Gott. Dann werde ich dir alles, was du siehst, schenken. Aber Jesus sprach: Geh weg, Teufel, denn ich werde nur Gott allein folgen und nur das tun, was er mir sagt. So steht es auch in der Heiligen Schrift. Als Jesus diese Tests bestanden hatte, verließ ihn der Teufel. Jesus ging danach aus der Wüste hinaus und in die Städte und Dörfer der Umgebung, um den Menschen von Gott zu erzählen. Anschließend beginnt Jesus seinen Dienst und er beginnt ihn in seiner Heimatstadt Nazareth. Und was dort genau passiert, sehen wir wieder in einem Bibelcartoon. Eines Tages war Jesus in seiner Heimatstadt Nazareth. Er ging in die Synagoge. Das ist so etwas wie heute eine Kirche. Es war dort üblich, aus der Heiligen Schrift, der jüdischen Bibel, vorzulesen. Also schlug Jesus ein Buch, das sich Jesaja nannte, auf und las daraus vor. Der Geist Gottes ist auf mir. Er hat mich ausgewählt, um den Armen gute Neuigkeiten zu bringen, die Gefangenen zu befreien und allen zu sagen, dass Gott sich den Menschen wieder zuwendet. Er schloss das Buch und alle waren gespannt, was er dazu zu sagen hatte. Er sagte nur: Diese Ankündigung ist heute wahr geworden. Die Menschen warteten damals auf einen Retter, der das ganze jüdische Volk von der Unterdrückung durch die Römer befreien sollte. Jesus sagte ihnen damit, dass er dieser Retter sei. Jetzt wurden die Leute misstrauisch. Das ist doch der Sohn von Josef. Wir kennen ihn, seit er ein kleines Kind ist. Wie kann er der Befreier von Israel sein? Er ist doch ein ganz gewöhnlicher Mensch. Jesus fuhr fort: Einem Botschafter Gottes, einem Propheten, glauben die Leute in seiner eigenen Stadt oft nicht. So war es ja auch schon beim Propheten Elia. Als eine Hungersnot war, half ihm keiner aus Israel. Nein, er lebte lange Zeit bei einer Witwe im Ausland. Da wurden die Zuhörer wütend. Sie zerrten Jesus aus der Synagoge zu einer Klippe. Von dort wollten sie ihn herunterwerfen. Doch Jesus ging einfach an den Leuten vorbei, ohne dass jemand sich traute, ihn anzufassen. Danach taucht Jesus wieder woanders auf und tut noch einige Wunder. Diese Wunder sehen wir jetzt wieder als Bibelcartoon. Jesus war in einer Synagoge. Das ist so etwas wie heute eine Kirche. Es war gerade Samstag oder auch Sabbat, der wöchentliche Feiertag des jüdischen Volkes, an dem keiner arbeitet und die Leute sich stattdessen versammeln, um von Gott zu hören. Jesus erklärte den Menschen Texte aus der jüdischen Bibel und alle waren begeistert, wie gut er verstand, worum es dort ging. Da schrie plötzlich ein Mann aus der Menge: Was willst du von uns, Jesus? Willst du uns zerstören? Ich weiß, wer du bist,
Gott hat dich geschickt! Das sagte der Mann aber nicht aus sich selbst heraus. Er war von einem bösen Geist, einem Dämonen beherrscht, der ihn dazu zwang, das zu sagen. Jesus befahl ihm, leise zu sein und den Mann zu verlassen. Der Mann schrie laut auf, als der Dämon ihn verließ, und war frei. Alle, die das sahen, fragten sich, woher Jesus so viel Kraft hatte, den Mann von dem bösen Geist zu befreien, und waren begeistert. Eines Tages besuchte Jesus Petrus. Petrus war einer seiner Freunde, die Jesus Jünger nannte. Die Schwiegermutter von Petrus war zu Hause und hatte hohes Fieber. Jesus berührte nur ihre Hand, da war das Fieber sofort verschwunden. Da stand Petrus' Schwiegermutter auf und kochte etwas für Jesus und seine Freunde. Und hier endet Kapitel 4 von Lukas schon. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bye, bye.